The Forest geht in die nächste Runde und wie im letzten Video angekündigt, werde ich diesmal Richtung Süden laufen, denn der Norden scheint mir noch ein bisschen zu herausfordernd zu sein, ehrlich gesagt. Und ich habe mich natürlich über eure Kommentare gefreut, allen voran die Kommentare, die sehr langen Kommentare von Buddy Machine. Vielen Dank dafür und viele Tipps gelesen und so. Und ich weiß, du machst dir da immer so ein bisschen Sorgen, zu viel zu schreiben oder was zu spoilern. Spoiler sind natürlich nicht cool, also bisher habe ich da auch keine gesehen, deshalb alles in Ordnung. Aber bei Tipps und so, immer raus damit. Hau raus. Ich weiß ganz viel nicht. Ah ja, hier endet die Reise schon. Schön. Ja, Leute, dann muss ich aber mal schauen, denn ich war da hinten. Gehe ich mal hier lang. Also wie gesagt, Tipps und Tricks, immer her damit. Ich weiß viele Sachen nicht. Und sowas wie, dass in dieser Höhle, dieser Felswand, dass ich da was finden werde und nichts basteln muss, das ist für mich kein Spoiler, sondern ein guter Hinweis. Und da bin ich sehr dankbar für. Deshalb macht nur weiter so. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Jetzt gehe ich doch Richtung Osten, ja. Ich schau mal eben. Also, die Karte, die ist schon wirklich irgendwie merkwürdig unübersichtlich. Aber vielleicht liegt das einfach daran, dass die noch so unvollständig ist und ich deshalb nicht so viel erkenne. Aber finde es auf jeden Fall cool, dass die so selbst gezeichnet ist und immer ein Stückchen weiter fortgeführt wird. So, das ist schon, das sieht schon ziemlich cool aus. Was haben wir hier? Das können wir doch essen. Nein, doch nicht. So, dann schauen wir mal, was wir hinten so finden. Wie gesagt, wenn ich eine gute Stelle finde, vielleicht eine mit so ein bisschen Wasser oder so, dann bin ich auch gern bereit, mein Camp aufzugeben da hinten und mir ein neues zu bauen. Hat sich der Koffer da nicht gerade eben bewegt? Nichts weiter drin. Das hier habe ich, glaube ich, im Überfluss. Mach auf. Ah, ein Outfit. Ich kann kein weiteres tragen. Ja, okay. Ich weiß auch nicht. Also. Ablegen, ausrüsten. Keine Ahnung. Ich habe ja ehrlich gesagt gehofft, dass ich mal eine Ausrüstung, ein Outfit finde, was für die Wintergegenden ein bisschen besser ist. Für die schneebedeckten Gebiete, aber entweder kommt das noch oder ich muss das selber bauen. Jetzt will ich mal schauen, ob ich hier schon mal gewesen bin. Wenn ich tote Tennisspieler sehe, dann war ich hier vermutlich schon mal. Ah, kann nicht sagen, ob der Tennis gespielt hat. Drinks immer gut. Habe ich aber auch scheinbar schon genug. Was auf jeden Fall auch eine wichtige Info von euch war, ist, dass ich mit Snacks und Limo und so auf jeden Fall auch zunehmen kann. Was ich sehr krass finde. Und dadurch sich die Ausdauer wohl ändert, werde ich jetzt natürlich schauen, dass ich dann doch ein bisschen mehr auf Beeren und Fleisch umsteige. Aber so ein Snack ist natürlich verlockend, weil das so schnell geht, ne? Das sammelst du, das isst du und dann ist alles wieder in Ordnung. Aber ich werde schauen, dass ich mich da möglichst gut dran halten kann. Dass ich da keinen Nachteil habe von. Jetzt will ich mal schauen. Hier ist auch wieder Wasser. Also irgendwie habe ich den Eindruck, die Insel ist wirklich winzig. Denn egal in welche Richtung ich laufe, ich komme an die Küste. Oder eben ins schneebedeckte Gebiet, was natürlich auch ein Hinweis sein kann, so nach dem Motto, da geht's jetzt weiter. Aber mir war ehrlich gesagt so, als ob es hier wesentlich mehr Höhlen gibt. Down. Was ist denn mit dir? Komm her jetzt hier.
Ich kann nicht ganz einschätzen, wo die gerade sind. Eins, zwei, nur die beiden noch? Ich brenne! Bleib ruhig. Ah, ich dachte, es wäre Wasser. Es ist kein Wasser. Ja, da oben ist jetzt noch einer, aber gut. Das soll jetzt gerade mal so sein. Ich schau noch mal kurz. Du hast Durst, finde sauberes Wasser. So, aber das da ist doch jetzt schon wieder der Norden, oder nicht, Leute? Was stimmt denn hier nicht? Und da ist mein Camp. Aber so rein vom... von der Map her... Warte mal. Ich glaube, ich muss die Map einfach ein bisschen besser verstehen. Oh. Entschuldigung, könnt ihr mir helfen? Ich suche eine Höhle. Oh, das sind schon viele, ne? Ich gar nicht lügen. Ja. Jeden Fall den Eindruck, dass hier wesentlich mehr jetzt unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob das an der Tageszeit liegt, aber... Ja, Jungs, ruhig. Nein! Hopp! Ich habe keinen Snickers mehr. Ich bin gleich down, Leute. Bleibt mal schön weg. Scheiße, ey. Was mache ich denn jetzt? Da ist ja noch einer. Was ist denn hier los? Alter Schwede. Warte mal, was war denn mein Camp? War das das hier? Also mein Basecamp? Weil dann gehe ich doch lieber erstmal kurz schlafen. Du hast Hunger, ja, das kann ich ja da machen. Weil so ganz logisch ist mir das alles hier nicht, wo ich bin und wo ich hin muss. Jetzt gehe ich wieder runter. Ich muss eigentlich eher so Richtung Westen, jetzt mal von der Karte aus gesehen. Auf der Karte Richtung Westen. Da scheint mir noch ganz viel freie Fläche zu sein. Aber ja, sobald das drei oder vier sind, hat man auch nur mit Keule oder Axt nicht sonderlich gute Chancen, weil die Ausdauer, die leidet. Oh, da sind wir ja schon. Macht mir auch Sorgen, dass das so nah dran ist an denen. Habe ich hier noch was? Essbar, sehr gut. Mir war so, als hättet ihr gesagt, dass ich das raufhauen soll. Aber ja, das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen jetzt.
Ja, was ist denn jetzt das, was ich wollte? Sehr gut. Ist mal einfach. Oh, die Feder hätte ich gern. Denn mit der Feder kann ich ein bisschen was verbessern, habe ich schon gesehen. Hier würde doch original niemand bleiben, oder? Jetzt mal Liebe für einen Sohn hin oder her. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ist schon nicht ohne. Kann ich schon schlafen? Nee, noch nicht. Das machen wir mal und dann muss ich mir wirklich mal überlegen, wo ich hin muss. Also da lang, Richtung Süden offiziell, geht's wieder an die Küste. Wenn ich der Küste dann Richtung, ja, also so wie die Küste mich halt führt, folge, komme ich dahin, wo ich schon mal war und sehe den Norden quasi. Hier unten bin ich, das heißt, ich muss im Grunde... Gehe ich einfach mal da lang. Das müsste ja dann... Das ist auch nicht richtig. So, da lang muss ich, okay. Ach, Leute. Das ist eine schwere Geburt hier. So, kann ich jetzt schlafen gehen? Macht so. Sehr gut. Es dauert noch ein bisschen. Ich habe immer noch nicht genug gegessen. Ah ja, genau, die Knochen, das war's. Und damit kann ich mir dann eine Rüstung basteln. Aus Stoff und 6 Knochen oder sowas war es, glaube ich. Na, ich habe 4. Und wenn ich die jetzt kombiniere, hier Knochenrüstung. 3-mal Stoff, 6-mal Knochen. Ja, ist doch gut. Das ist doch was Gutes. Hase. Habe ich hier noch einen Hasen drin? Ah, hast du Glück gehabt. Was da jetzt drauf ist zum Essen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, dass ich das nicht essen sollte. Menschenfleisch vielleicht? Scheint aber gut zu finden. Geh mal da hoch, da ist was für dich. Das war es wert. Das war es wert. Denn das hier, ne, das ist es. Das kann ich kombinieren mit Feder. Und ich weiß leider nicht, was dieser Tropfen auf diesem Stamm da ist. Was ist das? Ist das möglicherweise einfach nur ein Stock mit Benzin, also mit Alkohol? Zwille, Schneeschuhe da. Nice. Sehr schön. Ist das noch gut? Das ist noch essbar. Auch das ist noch essbar. So. Ich hau mich hin, Leute. Ich habe genug gesehen für heute. Geht noch nicht. Macht der Hase so einen Lärm? Was ist denn mit ihm? So, also hier lang geht's jetzt. Wir schauen nochmal gemeinsam auf die Karte, damit ihr versteht. Oh, warte mal, ich muss dringend erstmal. Machen wir jetzt gerade mal so. Damit ihr versteht, wie ich denke. Ich möchte gern da hoch. Da ist der nächste Höhleneingang. Ich gehe das jetzt mal so ab, wie es hier auf der Karte ist. Damit ich nachvollziehen kann, wie hier gezeichnet wird.
So, jetzt genau, ziemlich genau in der Mitte, dieser Blurry-Bereich, der da ist. Das scheint mir da noch nicht so ganz erkundet zu sein irgendwie. Es sieht so aus, als ob da so ein bisschen was ist, aber so ganz verstehe ich das da noch nicht. Was ich jetzt machen könnte, ist, ich könnte jetzt hier sehr gut nach links, da nämlich, genau so, um zu schauen, was da weiter links kommt. Denn jetzt ist hier der Höhleneingang. Damit ist alles cool, aber was kommt dahinter? Der gesamte unten links, der Bereich auf der Karte, ist hier komplett leer. Ganz langsam. Hier ist der Höhleneingang, in der waren wir scheinbar auch. Alter. Nein! So, und jetzt geradeaus quasi. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich die Karte, ob die sich on the fly... aktualisiert. But first, Koffer zerhauen. Ja, wieder irgendwas. Snack und zweimal Stoff. Seil kann ich auch wieder nehmen, denn ich habe ja die Schneeschuhe gebaut. Und als nächstes schaue ich, dass ich ein paar Knochen für die Knochenrüstung illegal erwerbe. Was ist hiermit? Alter Topf. Wo bist du? Zum Wasserkochen. Oh, fantastisch. Was sind das denn da für komische Vögel? Sind wir zu weit weg? Oh, sehr gut. Ja, sehr gut. Gib mir mal ein bisschen was. Ja, genau. Ich muss mal wieder ein bisschen auffüllen. Stoff und Snack. Sehr gut. Denn in der Höhle ist immer ein bisschen aufwendig, dann dann da ein Feuer zu machen. Ja gut, das ist jetzt nur eine Aussichtsplattform oder eine Fluchtstation, nehme ich mal an. Oh, Armbrustbolzen. Sehr schön. Ich habe übrigens auch die Helligkeit in der Höhle erhöht. Also ich kann noch nicht sagen, wie da jetzt der Unterschied ist, weil ich seitdem ja nicht in irgendeiner Höhle war. Aber ich sehe durchaus ein, dass das dann auch ein bisschen schwierig ist, als Zuschauer da irgendwie mitzukommen. Und deshalb mal schauen, ob das reicht. Ich glaube, ich habe es so um, ich schätze mal so 25% erhöht. So, jetzt habe ich die Karte nochmal. Nee. Genau so möchte ich laufen, genau so. Dann gib mal Gas. Ja, aber eine Live-Zeichnung ist es nicht, ne? Wie wird das aktualisiert? Ach doch. Ah, jetzt sehe ich's. Das sieht hier auf jeden Fall so aus, als ob es hier eine Höhle geben könnte. Wo es so felsig wird und auch so bergauf und bergab geht, kann es auf jeden Fall einen Eingang geben. Mal eben schauen. Kann ich das hier einfach so trinken? Ein Fisch. Hier so, ne? Das sieht ja schon sehr auffällig aus hier. Isolierband und Stoff.
Chicorée. Ja, mit dem kann ich bestimmt auch was machen. Essen, vermutlich. Mein Camp. Zumindest sah das gerade aus wie so ein Zelt. Oh ja, einige sogar. Pfeile, 10 an der Zahl. Ein bisschen Cash. Einen Topf haben wir bereits. Neue Pflanze entdeckt, das wird der Pilz hier sein. So, Leuchtfackeln, Stock. Ah ja, immerhin, hier ist ja schon mal ein bisschen was. Mach auf. Noch mehr Leuchtfackeln. Jede Menge Geld. Nee, nee. So, jede Menge Snacks, jede Menge Stoff, das ist schon mal gut. Medizin ebenfalls, da musste ich ordentlich drauf zurückgreifen. Weil ich den Eindruck habe, dass die sich auf jeden Fall vermehren. Also die vermehren sich jetzt nicht, aber es werden immer mehr Feinde. Was soll denn dieser Tennisball? Gleich wieder Küste, oder? Dann habe ich so eine grobe Einschätzung von der Insel. Ja, tatsächlich. Oh, hier haben wir jede Menge Koffer. Die baut sich allmählich die Spielgrafik auf. Sehr schön. Mann, weg damit! Weiß halt auch nicht, ob in diesen Koffern auch mal was anderes ist, außer die essentiellen Verbrauchsgegenstände. Nein! Boah, ich habe das Gefühl, der ist gar nicht down gegangen. Was ist denn hier los? Wo kam er eigentlich her? Aber auch nicht gehört, ne? Oh, da hinten aber was. Das sieht interessant aus. Ich schau noch mal kurz. Batterien haben wir hier auch wieder. Hier gibt's
auf jeden Fall ein bisschen mehr zu entdecken. Ich will mal schauen, wie das auf der Karte dargestellt wird, nämlich gar nicht. Vielleicht, wenn ich näher rankomme. Den Baumstumpf. Ja, doch ein bisschen. Das schaue ich mir da gleich an. Das sieht mir aus wie ein Container. Hier sind so ganz kleine Inseln. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Besonderes drauf sein könnte, aber ganz bestimmt. Also ich meine, sonst könnten sie es auch lassen, glaube ich. Was ist hier mit verdorben? Raus damit. Wir machen es mal anders. Nur dieser eine Grad? Sehr gut. So, ich schaue noch mal kurz. Schaden, das ist hier bei guten 85%. Blockieren auf jeden Fall heftig. Ist trotzdem härter, also stärker, aber eben bei ihm hatte ich den Eindruck, bringt mir gar nichts. Jetzt war das auch so ein grauer. Vielleicht sind die einfach an sich ein bisschen stärker und kommen deshalb eher einzeln vor. Weiß ich nicht, aber der schien mir schon ein bisschen stärker zu sein. Hey, warte mal. Oh, ja, die Keule ist ein bisschen langsamer, habe ich den Eindruck. So, hier sammle ich mal noch ein paar Knochen, dann habe ich wenigstens... Das sieht so abgefreakt aus, ne? Das ist so krass. So. Keine Knochen dabei. Da sind es auch nur Köpfe. Ich freue mich so auf den zweiten Teil hier. Sons of the Forest. Das wird, glaube ich, ziemlich gut. 22. Oktober oder 28. Oktober ist es, glaube ich, soweit. Kann es echt nicht erwarten, ey. Das ist ziemlich das einzige Spiel dieses Jahr, worauf ich so richtig Bock habe. Ansonsten weiß ich nicht, was da sonst noch so kommt. Was haben wir denn hier? Sahara, was ist das? Das scheint mir der Lieferschein zu sein. Ja. Schildkrötenpanzer und so, ich weiß. I'm sorry. Vielleicht doch nicht mehr? Ja. Mache ich wirklich sehr ungern, aber... Ja gut, das kannst du wegschmeißen hier. Leute, glaubt mir, sehe ich auch nicht gern. Als Schlitten verwendet werden. Es wird immer besser, ey. Als Schlitten. Ist nichts drin. Okay, hier sind nur elektronische Teile. Oh Gott. Tick, Trick und Track. Schaffe ich das so schnell? Vor allem so weit? Oh. Bleib mal da stehen. Scheiße. Hopp. Ich muss ein bisschen weg. Also, als ich das damals gespielt habe, konnten die nicht schwimmen. Ist das immer noch so? Okay, sieht gut aus. Nee, nee. Hau mal ab. Okay,
Okay, das ist ja schon mal ein Anfang. Aber leider kann ich hier auch das Inventar nicht öffnen. Oh, er ist mega langsam. Oh, nein! Oh, fuck. Der ist so langsam mit dieser Keule. Das ist nett von euch, Jungs. Was hat er denn da für Kabel um? Scheiße. Die sind wirklich ein bisschen tougher, die Gegner. Ich befürchte, das ist genau dieselbe Höhle wie beim letzten Mal. Ja, genau, mit ihm da. Hier werde ich gar nicht lang bleiben. Hier haue ich gleich wieder ab. Ach, schade, ey. Ja, die sind echt ganz schön hardcore, die Typen, ey. Und dann noch drei von denen und die Keule ist leider wirklich langsam. Ich weiß nicht, ob die Axt ebenfalls langsam ist und ich das nur noch nicht so gemerkt habe, aber... Oh, ich dachte gerade, mein ganzes Zeug ist weg. Schaue ich nochmal, dass ich hier ein paar Knochen sammle, dann kann ich mich wenigstens rüsten und ein bisschen stärker sein fürs nächste Mal. Keine Knochen dabei. Noch ein Koffer. Die sind natürlich auch praktisch, ne? Die Leuchtfackeln für die Höhlentouren. Auch hier sollte ich schauen, dass ich nicht aufs Dynamit hauen. So. Genau, da drüben ist mein Camp. Da nämlich. Ja, das ist ja nochmal gut gegangen. Finde ich ehrlich gesagt, jetzt bin ich ganz unten. Ehrlich gesagt ganz cool, dass ich eine realistische Chance habe, wieder rauszukommen aus so einer Höhle und nicht sofort tot sein müssen und so. Ja, das ist so. Das tut ein bisschen was für die Atmosphäre, wie ich finde. So dieses Entkommen-Gefühl. Ist Medizin eigentlich das Einzige, was Gesundheit wiederherstellt? Weil das wäre ein bisschen heavy. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann keine finden werde mehr. Was ist denn im Buch? Was haben wir denn? Was mache ich gegen die Energie? Was ist da? Eier essen. So ist es jetzt. So, Knochen. 1, 2, 3, 4. Ich brauche noch ein paar Knochen auf jeden Fall. Ja. Naja, gut, da kann ich das Bein mitnehmen. Keine Knochen dabei. Jetzt wird es aber ganz schön windig hier. Ja, heftig. Also, wie die hier reinhauen, ich wollte eigentlich nur eine coole Höhle finden. Aber das war schon eine ganz gute Stelle. Guck mal, da ganz links fast, ne, an der Map, da ist so ein Pfeil, der nach unten zeigt, auf so ein schwarzes Loch. Und da sind zwei Höhleneingänge, bei denen ich noch nicht war. Das lasse ich mir noch nicht entgehen, Leute. Ist hier zufällig mein Camp? Ja. Weil hier die ganzen Bäume umgenietet sind. Oh, was geht denn hier ab? Ne? Wer spricht da? Ich sehe dich. Zingelt mich hier so ein bisschen, da muss ich aufpassen. Ja. Boah, die hauen so rein, ey. Fuck.
Lauf! Bist du down? Was geht denn hier ab? What? Wieso hängt der da oben? Ey, Alter. Die Blumengruppe ist auch da. Komm her jetzt. Shit, ey. Wieso können die plötzlich auf Bäumen hängen? Was ist denn... Was? Und du hast jetzt auch deinen letzten Schrei von dir gegeben. Das finde ich übrigens immer ganz geil an Spielen. Wenn Feinde, die um sich schlagen oder schießen, ihre eigenen Leute auch treffen. Und Schaden zufügen. Das ist bei ganz vielen Spielen nicht so. Und das weiß ich immer sehr zu schätzen, wenn das so ist. So, kann ich jetzt in Ruhe hier mal... Ist wieder kein Wasser. Nee, da lang muss ich. Boah, Leute, ey. Also die Kämpfe, die sind schon um einiges heftiger geworden, wie ich finde. Das Wasser, das ist ja schon mal was. Genau, ich kann mich natürlich an der Küste entlang bewegen. Boah, Leute, Leute. So, darauf war ich schon. Ein bisschen was mitnehmen. Ich schau mal da oben bei diesem Baum, der sieht mir da sehr, sieht mir sehr verdächtig nach, hier gibt es was zu sehen aus. Aber alter Schwede, ey. Vor allem, dass die da auf Bäume klettern und da oben dann hängen und warten, das habe ich safe so noch nicht gesehen. Und das macht mir sehr große Sorgen. Denn das heißt natürlich, dass ich auch darauf achten muss. Ich frage mich immer die ganze Zeit, wo kommen die eigentlich plötzlich her? Aber natürlich, nach oben habe ich bisher nicht geschaut. Und wenn die dann da oben schon hängen und dann runterspringen, sobald ich da bin, ist schon klar, dass ich die dann nicht gesehen habe. Ich muss auf jeden Fall die Rüstung bauen. Das ist wichtig. Das werde ich dann beim nächsten Feuer mal machen und schauen, dass ich da noch ein bisschen was verbrennen kann. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. Oh, ein Koffer. Na klar. Oh, hier mit so einem Husky drauf. Ach nee, ist ein Wolf. Schön. Aber mehr ist hier nicht. Schau mal eben auf die Karte, nicht, dass hier ein Höhleneingang ist, den ich... Nee. Aber so weit bin ich nicht entfernt von der Stelle, die ich meine. Also so zwei, drei Schläge, würde ich sagen, halte ich so realistisch aus. Wenn die richtig zuhauen. Ich weiß nicht, ob die Schläge von diesen Blue Man Group Typen da heftiger sind oder nicht. Aber die sehen mir schon an sich ein bisschen muskulöser aus. Auch ein bisschen größer. Hier liegen so ein paar Haie. Kann ich mit denen noch was anfangen? Oh, möglicherweise. Ah, das habe ich schon mal gemacht. Die Frage ist halt, ob die irgendwas abwerfen.
Ach nee, das hatten wir schon mal. Ich dachte vielleicht, dass ich mit den Zähnen irgendwas machen kann, weil die sind ja ein bisschen heftiger. Was haben wir hier? Einen Topf haben wir schon, ein bisschen Isolierband. Hier ist nichts weiter. Lass mich nochmal eben schauen. Hier nämlich. Genau vor mir jetzt. Ich sollte hier auch mal hingucken. Aha. Da haben wir es, Leute. So, jetzt schauen wir mal, wie das hier mit der Helligkeit ist. Oh Gott. Sind recht leicht. Ich werde es noch mal ein bisschen heller machen, Leute, weil also ich sehe nicht viel mehr. Ja, gut. Gut, das ist jetzt volle Helligkeit. Das ist schon ein Unterschied. Also ich sehe schon, die Akzente sind ein bisschen heller da und so, aber gut. Das hier geht nicht auf. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, nicht hier so viel Stoff aufsammeln. Mal lieber mal was Nützliches finden jetzt. Was ist das? Okay. Sehr beruhigend. Frage ich mich natürlich, ob die hier auch klettern können und irgendwie oben sein können. Hallo? Ich sehe gar nichts. Was ist denn hier mit dem Stoff? Wer ist hier raufgegangen? Auf jeden Fall die Stoffhöhle. Keinen anderen Namen verdient. Ich will so ein bisschen in alle Ecken. Ich glaube ehrlich gesagt, die Entwickler sind schon fair genug, wichtige Gegenstände schon irgendwie an Plätzen zu platzieren. Wo man auf jeden Fall was sehen kann und so ein bisschen hingeleitet wird, aber ich will natürlich auch nichts verpassen, wenn das irgendwie in so einer kleinen Ecke ist. Ach, Gott sei Dank, neues Outfit. Ihr habt es auch gesehen. Ach, tausendmal besser.
1A, Leute. 1A. Jetzt bin ich ein bisschen glücklicher. Das macht auf jeden Fall mehr Sinn jetzt. Weil ich vor allem auch weitersehen kann. Ne? Die Taschen, das Feuerzeug ist immer nur so einen Meter um mich herum. So ein bisschen wie die Szene in Shutter Island, als er dann da in diesem Irrenhaus ist. Dann macht er so ein Streichholz an. So fühle ich mich damit. Und jetzt kann ich ein bisschen was sehen. 1A. Muss ich mal schauen, wie das mit der Batterie ist. Und ich sollte ein bisschen Wasser finden. Ach Gott, ey, Leute. Hui. Zu lange Hui auf jeden Fall. Oh Gott. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, ich habe die Taucherbrille gesehen. Kleinen Moment, ich will mich erstmal kurz abwaschen. Tauchgerät gesammelt, Druckluftflasche. Genau, davon habe ich ja auch schon welche. Die will ich auch noch. Und ich glaube, das ist eine ziemliche Einladung zum Schwimmen, Leute. Zum Tauchen. Soll das so unscharf sein? Das ist ja... Dir ist kalt. Du bist nass, ja. Ungewöhnlich. Mal eben schauen. Ich glaube, da geht es auf jeden Fall weiter. Ich will hier mal kurz schauen. Hier ist ja Baby One, wie wir gerade gesehen haben. Hallo Jungs. Ist hier auch was Praktisches? Nur so. Hau ab. Das ist so abgefreakt, ey. Ah ja, nee, davon kann ich nicht mehr ertragen. Tränke ist nicht verkehrt. Mir ist sehr kalt auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, ob ich hier wirklich mal kurz ein Feuer machen sollte. Oder ob das eh Quatsch ist, weil ich ja gleich zurück... zurückgehe. Komm, zieh ihn durch. Und dann ist gut. Boah, das ist schon krass, ey, wenn man bedenkt. Krass, dieses Höhlensystem. Ja, hi. Was denn jetzt? Sag mir nicht, dass mich hier jetzt gerade die Kälte tötet, ey. Das macht mich wahnsinnig. Hopp. Einfach mal ein Feuer gemacht. Was ist denn mit ihm jetzt? Ah, Batterie 74%. Sehr gut. Ja, Batterien habe ich jede Menge. Aber der hing hier oben, ne? Leute, das habe ich schon richtig gesehen, oder? Was war das? Was ist denn hier? Leute, sollte ich hier schon sein?
Timmy, Timmy, ist nicht schlimm. Bleibt da bei den Herren, ja? Ciao, mach's gut. Ey. Leute, was ist das denn hier? Ah. Cool, nichts. Also dieses Wassergeräusch ist gerade ein bisschen nervig, ehrlich gesagt, zumal hier kein Wasser ist. Soll das eine Tropfsteinhöhle imitieren? Ja, habe ich verstanden jetzt. Rostige Axt gesammelt. Oh, schön. Geht's weiter. Ich will erst mal schauen, was hier ist. Hier sind scheinbar Leute gefangen gewesen und haben ihren Glauben ausgelebt und ihre letzte Hoffnung hier irgendwie reingesteckt. Ich glaube, hier kann ich nichts kaputt machen. Das will ich auch gar nicht, denn die geben mir nichts, aber... Leute, 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 ey. Ich warte jetzt eigentlich nur auf den Knochen hier. Essen will ich das jetzt nicht. Denn dann fehlt mir nur noch einer. Und dann werde ich schauen, dass ich beim nächsten Mal... Ja. Ist das hier? Ne, ist die Kettensäge. Wieder Gliedmaßen mitnehme.
Ich werde ganz kurz mal Feuerzeug. Ah, nimmt er nicht an. Ich dachte, ich kann das mal umlegen, damit ich hier nicht immer L drücken muss. Leute, was ist hier? Ist ein bisschen unübersichtlich gerade. Was sehe ich hier nicht? Also ich sehe auch so nicht viel. Falls ihr euch wundert, warum das so blurry ist, für mich auch. Ich würde sagen, hier ist nichts, aber... Also Leute, sorry, wenn ich es nicht sehe, aber ich sehe hier nichts. Also oben und unten alles abgesucht, bin ich der Meinung. Ich habe hier jetzt keinen Durchgang gesehen. Wäre natürlich ärgerlich, wenn das jetzt einfach nur mal so wäre hier. Zum Gucken. Ich habe nichts gesehen, also bitte, wenn da was war. Komisch, aber das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht sein. Kann und will nicht glauben, dass hier nichts weiter ist. Kann ich hier schlagen? Kann ich hier die Map öffnen? Nein. Ach. Oh, ist das fies, ey. Hi. Ich hoffe, dass das jetzt schon alles war in dieser Höhle. Also es war schon eine ganze Menge, ehrlich gesagt. Taschenlampe, Tauchausrüstung. Kann ich eigentlich nicht meckern, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt alles gesehen habe. Ah,
Aber krass, Leute, wie krass ist das bitte? Was ist aus diesem Spiel geworden? So, ich hau ab. Ich gehe schnell ins Camp, geh pennen und dann ist die Folge damit beendet, Leute. Ich glaube, wir haben eine Menge gesehen dieses Mal wieder. Ach, hier. Ah ja, das wollte ich zerstören. Damit das Symbol weg ist, weil das hat mich schon ein bisschen genervt, ehrlich gesagt. Okay, also da muss ich auf jeden Fall zurück, denn da sind noch zwei andere Eingänge. Ich bin auch nicht sicher, ob ich nicht vielleicht irgendwo einen Eingang übersehen habe in der Höhle. Also einen Durchgang. Das will ich aber nicht ausschließen. Weshalb ich da auf jeden Fall an die Küste nochmal gehen sollte. Das Kletterwerkzeug habe ich jetzt immer noch nicht gefunden für die erste oder zweite Höhle. Um auf diese... Wand zu kommen. Aber das ist... Leute, wie weit bin ich denn weg hier? Es ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Denn wir haben ordentlich Fortschritt gemacht. Die Taucherausrüstung, das kann mich ganz sicher weiterbringen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich im Meer irgendwas zu entdecken gibt für mich. Ob es da irgendwas gibt, was ich finden könnte. Aber... Auf jeden Fall werde ich da die Ecke der Karte ein bisschen weiter durchsuchen, denn da brauche ich keine Schneesachen, nichts, was mich irgendwie vor der Kälte schützt. Und ich glaube, da gibt es auch noch ein bisschen was zu entdecken. Aber krass, ey, ich bin echt beeindruckt von diesem Spiel, ne? Das ist, als ich das damals gespielt habe, war da... ein bisschen Höhle, ein bisschen Monster, die wirklich sehr schwer zu besiegen waren. Jetzt. Dieses Foto, was ich gefunden habe, ne? Was natürlich schwer zu deuten ist, weil diese Camps, davon gibt es mehrere. Keine Ahnung, was damit gemeint ist, dass da diese Stelle markiert ist. Oh, das ist schon fies dunkel. Ich glaube, jetzt bin ich aber gleich da. Ich werde nachher noch schnell was essen. Wird es eigentlich schon wieder hell? Sehe ich das richtig? Ich sollte ja den Fisch noch haben. Kann es sein, dass es schon wieder Tag wird? Eine Uhr wäre auch gar nicht verkehrt. Habe ich hier sowas wie eine Uhr? Nee, ne? Ich weiß auch nicht, was die Konsequenz ist, wenn ich etwas, wenn ich nicht schlafe. Ja, da sehe ich aber die Sonne, aber seht ihr das auch? Genau da, wie die so tanzt. Ich bin der Meinung, die geht gerade noch weiter unter. Ja, ich vermute, das ist hier so hell, weil ich auch die Höhlenhelligkeit hochgedreht habe. Aber ich weiß es nicht genau. Kurz mal schlafen und dann speichern. Und dann geht's in der nächsten Folge auf jeden Fall da hinten so an der Küste weiter. Dann schauen wir mal, was ich machen kann, was ich jetzt mit all den Dingen, die ich hier gefunden habe. Hier habe ich ja noch eine rostige Axt. Ich weiß nicht, kann ich mit irgendwas noch kombinieren? Brennende Waffe, vergiftete Geschwindigkeitswaffe. Ja, werden wir dann sehen. Und auf jeden Fall den Topf, die Schneestiefel habe ich gebaut. Ich habe den Schildkrötenpanzer, Taucherausrüstung, Taschenlampe und auch das haben wir noch. Aber da wird sich schon was finden. Das alles dann in der nächsten Folge, Leute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bitte immer weiter her mit den Tipps und so, falls ich irgendwas übersehen habe. Ich gehe auch gerne nochmal in so eine Höhle rein, wenn das wirklich wichtig und relevant fürs Spiel ist. Wenn das heißt, irgendwie da war noch ein Molotow-Cocktail oder eine Dynamitstange, ist mir nicht so wichtig. Also vielen Dank, bis zum nächsten Mal, seid vorsichtig da draußen, ciao.